Hallo zum Horoskop Oktober 2022 für alle 12 Sternzeichen zum dritten Teil. Wir schauen hier auf die Tendenzen für die Sternzeichen Waage, Skorpion und Schütze. Die Wagen. Ihr habt hier die Sonne in eurem Zeichen. Das heißt, also erstmal natürlich herzlichen Glückwunsch für alle, die jetzt Geburtstag haben. Ja, und mit der Sonne im eigenen Zeichen, da ist man selbst die eigene Persönlichkeit im Scheinwerferlicht. Ob man möchte oder nicht. Und dann zusätzlich haben wir auch noch die Venus jetzt in eurem Zeichen und den Asteroid Amor hier. Also das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Zeit hier für die Liebe, für Beziehungen. Man hat eine sympathische Ausstrahlung. Man ist vielleicht sehr modisch. Das seid ihr Wagen ja sowieso. Aber das ist hier quasi nochmal eine Schippe drauf mit der Venus. Ja, und das ist auch das kleine Glück, die Venus. Und dafür jetzt erstmal die nächsten Wochen hier. Ja, eine schöne Zeit versprechen, wo man vielleicht auch mit sich selbst zufrieden ist, wo man sich um sich selbst kümmert, wo man den eigenen Wert erkennt, vielleicht auch mit der Venus. Ja, und dann haben wir den Merkur, der dann auch bald hier folgt in euer Zeichen. Der ist aktuell hier noch im Bereich des Rückzugs, also quasi, dass man vielleicht so Pläne oder Gespräche und Verabredungen hinter den Kulissen hat oder dass man vielleicht sich gedanklich auch so ein bisschen verträumt verhält, dass man hier ja fantasievolle Ideen hat oder vielleicht auch spirituelle Übungen macht, ja oder vielleicht auch sich zurückerinnert, vielleicht auch mit Verstorbenen quasi kommuniziert in irgendeiner Form oder träumt, also weil Merkur halt zwischen den Welten hier ist im 12. Haus, ja und der Merkur wird dann gleich zum Monatsanfang wieder direktläufig und wechselt dann hier am 11. Oktober in euer Zeichen und ab dann ist natürlich hier quasi auch nochmal euer Zeichen hier massiv betont, weil dann halt auch der Merkur da drin ist. Und Merkur verspricht dann hier natürlich eine sehr kommunikative Zeit, wo man sehr viel über eigene Ziele spricht, vielleicht ja überhaupt sehr ins Gespräch geht, wo einem wichtig ist, ja, die Kommunikation einfach wichtig ist auch, oder man vielleicht ist man auch beweglicher oder geht auf Kurzreisen. Ja, und dann haben wir das Ereignis, was hier quasi uns alle hier massiv beschäftigt, die Spannung von Saturn und Uranus. Und diese Spannung hier zeigt also hier Freiheitskämpfe oder Toleranzthemen, sowie auch die Veränderung von veralteten, überlebten Strukturen und ist auch ein Indikator für eine Befreiung von Ängsten. Ja, und diese Thematik, die ist bei euch hier auf der, also der Saturn steht hier im Leben, also das ist im Prinzip hier so eine Blockade im Leben, die hier länger eine Rolle spielen könnte. Oder auch Verantwortungsthemen, dass man hier starke Verantwortung für Selbstständigkeit trägt, vielleicht für Liebesbeziehungen oder für ja, Situationen mit Kindern, dass man hier eine starke Verantwortung hat. Saturn beschreibt außerdem, ja, Blockaden, Hindernisse, Reduktion, auch so eine Form von Depression oder Reduktion. Also Depression ist ja im Prinzip ein Zusammendrücken oder bedeutet ja nichts anderes als ein Zusammendrücken, was Reduktion ja auch heißt. Also man ist konzentriert im Prinzip auch. Also es ist eine Konzentration. Eine Konzentration im Leben spielt hier eine große Rolle. Oder wie gesagt, auch Ängste im Leben. Und das Ganze hier in Spannung zu Uranus bringt dann also diese Spannung von ja, unsicheren finanziellen Unterstützung vielleicht. Oder die Finanzen des Partners oder der Partnerin sind hier ja unberechenbar. Oder da gibt es große Veränderungen. Außerdem Freiheitswerte der anderen oder ja, unberechenbare ja, Situationen in Affären kann das auch anzeigen, weil das 8. Haus ist hier auch die Sexualität mit Uranus da drin, da ist das dann halt hier quasi so eine Teilzeitbeziehung vielleicht und Saturn blockiert hier vieles. Außerdem beschreibt hier Saturn natürlich, dass ja auch der Bereich hier das 5. Haus des Sports, also das heißt, der bringt auch Ausdauer vielleicht, dass man hier ja Ausdauersport oder Bergsteigen oder sowas vollzieht, das kann natürlich auch sein, aber auch das, also all die Themen sind hier durch die Spannung zu Uranus ein bisschen schwieriger. Außerdem kann es natürlich technische ja, Blockaden anzeigen, die hier das Leben in irgendeiner Form einschränken könnten, natürlich. Ja, und dann haben wir Merkur in Verbindung zu Pluto am 7. Oktober.
Merkur ist dann hier ja oder könnte dann hier durch die Pluto-Verbindung Krisengespräche anzeigen um den 7. Oktober. Das kann dann auch sein, dass man hier vielleicht irgendwie Macht- und Ohnmachtssituationen im Privaten oder in der Heimat erlebt, über die man nachdenkt und nachgrübelt vielleicht. Das sind auch sehr intensive Gespräche dann, die stattfinden könnten. Pluto wird dann am 8. Oktober direkt. Der braucht dann natürlich, weil es der langsamste Planet ist, sehr viel Zeit, um wieder direktläufig zu werden oder wieder richtig Fahrt aufzunehmen. Und der bleibt aber natürlich noch länger hier im 4. Haus. Und beschreibt dann dementsprechend hier eine Transformation in der Heimat, starke Krisen im familiären oder im Wohnbereich. Pluto ist ja auch in Spannung zur Liebe. Kann auch sein, dass hier ja Familienthemen und Liebe, also die Liebe in der Familie hier eine große Rolle spielen. Vielleicht auch loslassen müssen, also Trennung oder vielleicht auch im Extremfall kann das natürlich auch Sterbeprozesse anzeigen, aber das ist natürlich hier eh nur für das Kollektiv beschrieben. Und das ist natürlich dann hier nur eine extreme Form. Aber an sich kann Pluto, wie gesagt, so Loslassprozesse anzeigen, die einfach auch Trennung von der Heimat anzeigen können oder im Wohnen. Ja, wie gesagt, mit dem Asteroid Liebe im Zeichen Krebs und im dunklen Mond hier auch im Krebszeichen sind hier in Familienthemen häufig so Schattenthemen spielen eine Rolle, die hier aber auch irgendwie öffentlich oder beruflich eine Rolle spielen könnten. Also, dass man hier möglicherweise ja vielleicht auch die Wertschätzung im beruflichen oder gesellschaftlichen Umfeld hier nicht so erfährt oder Konkurrenzsituationen oder Mobbing-Situationen im öffentlichen, beruflichen Bereich hier eine Rolle spielen könnten und da fühlt man sich dann vielleicht dementsprechend nicht so geliebt oder das könnte hier eine Thematik anzeigen, die schwierig ist. Generell Konkurrenzsituationen zeigt der dunkle Mond hier auch im beruflichen und dann ist der Asteroid Chaos jetzt hier auch im Berufs- und Öffentlichkeitshaus, also chaotische Situationen vielleicht im Beruf, das oder große Veränderungen einfach auch. Das spielt hier natürlich auch mit rein und spiegelt dann natürlich auch auf das Privatleben, also logischerweise natürlich. Ja, was haben wir noch zu sagen? Dann haben wir einen Vollmond am 9. Oktober, der findet im Gegenzeichen statt, im Widder. Dieser Vollmond bringt also hier einen Abschluss oder Höhepunkt, der hier mit Beziehungen zusammenhängen kann. Abschlüsse können oder Höhepunkte können auch im Zusammenhang stehen mit Neuanfängen oder mit Wiederaufleben von Beziehungen. Außerdem kann es Vertrauensmissbrauch eine Rolle spielen bei diesem Vollmond. Ja, und insgesamt ist halt auch hier wo wir gerade hier im Beziehungshaus sind, hier der Jupiter natürlich noch im Beziehungshaus, der hier viele Kontakte anzeigt, die allerdings aktuell durch die Rückläufigkeit vielleicht auch zurückgehen. Internationale Kontakte vielleicht auch oder Begegnungen mit Reisen, aber das ist natürlich auch durch die Rückläufigkeit kann es auch sein, dass hier Reisen zurückgenommen werden oder man Reisen in die Vergangenheit macht oder also wo man schon mal war vielleicht. Langfristig ist ja Chiron bei euch in der Begegnung und Chiron beschreibt halt hier Verletzungen oder Arbeitsbeziehungen oder auch natürlich die Thematik von Heilung oder vielleicht es kann auch sein, dass ihr ja viele Begegnungen mit Schützen und mit Jungfrauen habt. Das kann natürlich auch angezeigt sein. Ja, und dann haben wir, ja genau, der Jupiter, der wird dann noch rückläufig und geht dann hier in die Fische zum Ende des Monats. Und das ist eigentlich dann mehr eine Thematik für den nächsten Monat. Geht dann nochmal zurück zum Arbeitsplatz und wird dann hier am Arbeitsplatz vielleicht nochmal irgendwelche Erfolge anzeigen oder Themen oder Erkenntnisse bringen, die mit der Vergangenheit zu tun haben und die vielleicht hier Arbeitsplatz oder die Gesundheit betreffen können. Ja, und dann haben wir zur Monatsmitte, also ich switch hier manchmal ein bisschen, und zwar haben wir zur Monatsmitte eine Spannung von Mars zu Neptun, die ungefähr eine Woche wirkt und also ein paar Tage davor und danach auch noch und die ist exakt am 12.10. Und zwar ist das eine Spannung hier von Mars zu Neptun und das bedeutet also hier, der Mars ist bei euch lange hier im Zeichen. Der ist ungewöhnlich lange sowieso im Zeichen Zwillinge und der ist bei euch dann in dem Bereich des Auslands, der Horizonterweiterung, der Fortbildung, des sozialen Umfeldes. Also hier gibt es mit dem Mars, ja, fließt da viel Energie rein oder auch Streit und Ärger mit Reisen vielleicht auch oder Ziele mit Reisen, die hier besonders um den 12. dann hier sich auflösen könnten,
weil es dann hier diese Spannung zu Neptun gibt. Und das beschreibt also Fehlschläge vielleicht oder die Herausforderung, Reisen also vorzunehmen, vielleicht aufgrund oder trotz Herausforderungen, die mit Wasser zusammenhängen könnten oder mit der Gassituation. Oder mit Sehnsüchten, hier mit Unklarheiten am Arbeitsplatz. Ja, also das gibt natürlich mannigfaltige Interpretationsmöglichkeiten, aber im tendenziellen steht der Neptun ja halt für Unklarheiten, für nebulöse Aktionen und mit dem Mars zusammen, also das ist ja der Planet für Aktivität, sind das dann ja Projekte oder Aktionen, die hier quasi schwierig sind. Es kann zum Beispiel auch sein, dass man eine Fortbildung hat und die sich auflöst, also vorhatte und das sich auflöst oder mit im Unklaren ist. Am 12. ist außerdem Merkur in Spannung zu Jupiter. Das ist auch nochmal ein Indikator dafür, dass es vielleicht hier mit dem Ausland, hier der Jupiter in der Begegnung, in Spannung zu Merkur, also der Merkur ist dann hier schon fortgeschritten, ist dann hier in eurem Zeichen, am Aszendenten hier, oder in eurem Zeichen halt. Und der bringt dann hier ja Planungen, die mit Reisen zusammenhängen könnten und die Herausforderungen anzeigen. Also auch da wieder so eine Schwierigkeit mit Reisen, mit dem Ausland oder einfach viele Gespräche auch, die man führt um diesen Zeitraum. Ja, dann am 14., 10., 19. und 20. gibt es dann viele Venus-Kontakte. Das ist für euch natürlich immer besonders wichtig, weil die Venus ja euer Herrscher ist vom Waagezeichen. Und die Venus geht am 14. eine Verbindung mit Saturn ein. Diese Verbindung von Venus zu Saturn bringt hier ja, vielleicht eine Stabilität in die Liebe, eine treue Loyalität vielleicht auch. Vielleicht, ja, gibt es hier Verantwortungsthemen, die mit Beziehungen zusammenhängen könnten, mit Schwestern, mit Töchtern, mit Tanten. Aber die Venus im eigenen Haus zeigt natürlich eigentlich auch die eigene Befindlichkeit an. Also vielleicht ist es so, dass ihr selbst euch da irgendwie neue Strukturen verleiht, also dass man vielleicht sich irgendwie neu stylt oder so, das kann natürlich auch sein. Ja, und ansonsten, oder vielleicht auch, ja, dass man hier ja in irgendeiner Form Kontakte eingehen möchte und das aber irgendwie blockiert ist. Ja, und die Venus hat dann am 19., 20. Verbindung mit Mars und Pluto und das könnte hier dann dementsprechend ja, sehr leidenschaftliche Situationen anzeigen und auch natürlich Konflikte. Venus zu Pluto in Spannung beschreibt also hier vielleicht Krisen und Venus zu Mars, also auch natürlich Ärger oder kann natürlich auch im Zusammenhang stehen hier mit Sexualität und Eifersucht oder es wäre auch denkbar, dass man hier selbst ja, Kontakt hat mit Brüdern oder Onkels oder Söhnen, die vielleicht weiter weg sind und das Ganze in Spannung steht zu Verlusten oder Krisen in der Heimat, in der Familie. Also das wäre auch denkbar hier. Dann haben wir am 22. treffen sich Sonne und Venus hier Ende Waage. Und das ist eine Zeit, wo ein schöner Tag ist hier, um vielleicht mal die Liebe zu leben, sage ich mal. Und die wechseln dann beide am 23. in den Skorpion und betonen euer Finanzhaus. Und das ist dann eine schönere, eine positive oder beziehungsweise eine unterstützende Zeit für die Finanzen oder für den Selbstwert. Dann am 25. haben wir dann den Neumond mit der partiellen Sonnenfinsternis im Zeichen Skorpion. Also auch hier im Finanzhaus und im Wertehaus oder im körperlichen Bereich zeigt das hier Neuanfänge, die aber einen schicksalhaften Charakter haben durch die Sonnenfinsternis. Ja, und dann haben wir am Ende des Monats nochmal die Verbindung von Merkur zu Mars und Pluto, die dann halt intensive Gespräche anzeigt, vielleicht auch Meinungsunterschiede, vielleicht auch heftige Debatten anzeigen könnte, kann mit Entfernung zusammenhängen und mit der Familie oder mit der Wohnsituation. Vielleicht protestiert man auch hier öffentlich, dass man hier Wut in die Welt rausschreit quasi. Das wäre auch denkbar. Ja, und dann am Ende des Monats wird ja der Mars rückläufig hier und bringt dann hier quasi im Ausland oder auf die Entfernung nochmal Rückschritte, wo Themen quasi nochmal oder Ziele nochmal neu angegangen werden könnten. Also das könnte hier möglich sein.
Ja. Das dazu, also Merkur im Direktlauf in eurem Zeichen und die Betonung vom eigenen Haus ist, oder von eigenen Zeichen ist natürlich positiv. Ja, dann wünsche ich euch einen schönen Monat Oktober. Alles Gute und tschüss. Die Skorpione, ihr habt hier eine Betonung des Bereiches Rückzug, die ersten Wochen des Monats Oktober. Das ist eine Phase, wo man ja quasi vielleicht sich so ein bisschen isoliert ist, aber vielleicht auch sich ganz wohl damit fühlt, weil die Venus hier auch in diesem Bereich ist. Oder man hat hier vielleicht auch Heimlichkeiten. Der Skorpion mag das ja eigentlich auch ganz gerne, so ein bisschen ja indirekte Themen oder Verstrickungen. Das ist ja sein Element, ist ja auch der Krisenmanager und das sexuelle Zeichen. Und ja, ist ja auch ein Meister der Magie oder der Hexerei auch so ein bisschen. Also deswegen so quasi zwischen den Welten hier, das gefällt ihm eigentlich ganz gut, dem Skorpion. Ja, und das ist hier eine Betonung, die ersten Wochen. Ja, und dann läuft der Merkur da auch bald rein. Das heißt, er ist aktuell hier noch im Bereich der Freundschaften und Kollegen oder der Gruppen, der sozialen Netze, dass man dort vielleicht mehr kommuniziert. Aber Merkur ist ja rückläufig und wird am Anfang des Monats wieder direktläufig, braucht dann ein bisschen, um wieder Fahrt aufzunehmen und wird also quasi die ersten 10 Tage hier nochmal so vielleicht so einen Stillstand im Freundeskreis bringen, in Kommunikation oder man erinnert sich über bestimmte Themen. Ja, und dann geht er hier auch in den Bereich des 12. Hauses ab dem 11. Oktober und bringt dann vielleicht so Gespräche, die quasi ja heimlich geführt werden oder Planungen, die noch nicht spruchreif sind oder vielleicht auch Kontakte zur Zwischenwelt, zur geistigen Welt, das kann natürlich auch sein, oder über Träume, dass man da Visionen hat. Ja, und dann haben wir am 7. Oktober die Verbindung von Merkur zu Pluto. Die bringt hier sehr intensive Gespräche. Pluto ist ja euer Herrscher, also sehr, sehr transformative Inhalte, vielleicht auch Meldungen, die hier von Sterbeprozessen oder von Trennung oder von Loslassprozessen also berichten. Also sehr intensive Themen könnten das sein. Pluto, euer Herrscher, wird dann wieder direktläufig am 8. Oktober. Also das ist natürlich ein wichtiges Datum oder beziehungsweise ein schönes Datum, weil es dann ja endlich wieder vorangeht. Und ja, bringt dann hier vielleicht wieder mehr Fahrt für euch auf, also progressive Entwicklung. Da ist man vielleicht mehr zukunftsorientierter. Also der Skorpion neigt ja auch so ein bisschen in die Vergangenheit zu denken. Und das war jetzt mit dem Pluto rückläufig noch verstärkt zu erleben. Pluto steht in Spannung aktuell zum Asteroid Liebe. Das heißt, hier sind Liebesthematiken von brisanter Bedeutung, also sehr extreme Empfindungen zur Liebe und zur Familie vielleicht auch aktuell. Und dann haben wir einen Vollmond am 9. Oktober. Der Vollmond findet statt im Widder und betont hier ja, ein Abschluss oder einen Höhepunkt im Bereich der Arbeit und bringt dann hier vielleicht einen Neuanfang auch trotzdem, weil es ist zwar ein emotionaler Abschluss durch den Vollmond angezeigt oder wie gesagt Höhepunkt, aber das ist das Zeichen des Neuanfangs. Also vielleicht endet etwas, damit was Neues entstehen kann. Das Ganze hier im Bereich der Arbeit, der Gesundheit oder des Alltags. Und ja, dort in diesem Zeichen ist ja auch oder diesem Bereich ist ja auch der Jupiter, und der Chiron. Und das zeigt also hier auch, also Chiron zeigt also hier Verletzungen an vielleicht in diesem Bereich. Und Jupiter zeigt hier Erkenntnisse an oder auch viel Arbeit möglicherweise, aber die ist auch rückläufig. Also da geht vielleicht, also der Erfolg ist vielleicht auch rückläufig aktuell noch. Und der Jupiter geht ja dann rückläufig nochmal in die Fische zum Ende des Monats und geht dann hier in euer Kreativhaus oder in das Lebenshaus. Also das heißt, er darf dann hier wieder so ein bisschen Erfolge bringen oder vielleicht auch Erfolge zurückbringen. Oder man hat Erfolge durch ja, Besinnung auf Vergangenes. Ja, was haben wir noch zu sagen? Ja, der Aspekt zwischen Saturn und Uranus, der hier langfristig kollektiv alles prägt, der fällt bei euch in den Bereich Privatleben und Begegnung. Das heißt, hier sind Befreiungen von überlebten Zuständen im Zusammenhang mit Heimat, mit Familie und mit Beziehungen angezeigt. Vielleicht begegnet man hier oder geht in die Begegnung und trifft dort viele Freiheitskämpfer, viele revolutionäre Verbindungen oder auch Kontakte mit ungewöhnlichen Personen, mit ja, schillernden Persönlichkeiten durch den Uranus oder auch so
viele unberechenbare Kontakte, also dass man jemanden trifft oder Dates hat und dann halt quasi nach kurzer Zeit ist es halt wieder, verflüchtigt sich das wieder. Oder so eine Teilzeitbeziehung quasi. Ja, und dann die Spannung zu Saturn zeigt also, wie gesagt, hier Blockaden durch die Familie. Vielleicht hat man auch einen originellen Partner kennengelernt und das steht hier quasi im Konflikt mit familiären, konservativen Einstellungen. Ansonsten hier die Blockade in der Heimat steht vielleicht dem Beziehungsglück im Weg, könnte das auch heißen. Ja, und an sich geht es aber hier um die Befreiung von überlebten Zuständen. Ja, und dann haben wir noch den Moment, genau, die Spannung zum Monatsmitte von Mars und Neptun. Und diese Spannung erfolgt hier vom Bereich der Krisen zum Lebenshaus. Also das heißt, hier kann es sein, dass hier ja, Sehnsüchte nach der Liebe im Konflikt stehen zu erotischen Zielen. Das wäre zum Beispiel eine Thematik. Oder es könnte sein, dass man hier Unklarheiten bei der Selbstständigkeit hat oder sehr fantasievolle, kreative Projekte hat, die aber herausgefordert sind durch finanzielle Ziele, durch Ärger mit Banken, durch Ärger mit Versicherungen. Also das wäre auch denkbar. Oder es gibt hier einen Neuanfang beim Finanzen des Partners, die hier herausfordern bei eigenen Visionen. Außerdem kann es auch Unklarheit mit den Kindern anzeigen, die im Zusammenhang stehen mit Finanzärger in Bezug auf Energie. Das wäre hier zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Und also diese Spannung von Mars zu Neptun, die wirkt hier vom 12., also exakt am 12.10., aber auch die Tage drumherum, also so knapp eine Woche, ein paar Tage davor, ein paar Tage danach. Zu diesem Zeitraum gibt es auch eine Spannung von Merkur zu Jupiter. Das kann hier sein, dass hier auch Reisethemen oder Auslandsthemen eine Rolle spielen bei Planungen, dass es hier vielleicht auch juristischen Ärger gibt, dass es hier Kompromisse geben muss, vielleicht, die mit Erkenntnissen zusammenhängen oder auch, wie gesagt, mit der Kriegssituation oder mit der Energiesituation zusammenhängen können. Dann haben wir am 14., 19. und 20. Konstellation von Venus zu Saturn, Mars und Pluto. Das zeigt hier, ja, von der Venus hier aus dem, quasi aus der Isolation, aus dem Rückzug, bringt das hier, also das kann heimliche Beziehungen anzeigen, die hier mit Altersunterschied angezeigt sein könnten hier oder das mit Venus Saturn um den 14. Oder es könnte sein, dass man hier die Finanzen hier quasi irgendwie umschichtet oder dass man hier Geld zurücklegt und spart, weil man hier renovieren muss oder weil die Haushaltssituation das nicht anders zulässt, weil die Strompreise hier dazu zwingen, also dass vielleicht eine Unklarheit mit dem Geld herrscht. Ja, und ansonsten, dann am 19. 20. gibt es ja von Venus noch die Verbindung zu Mars und Pluto. Und das zeigt hier ja sehr intensive Liebeskonflikte oder Erotik an oder auch Eifersuchtsthemen, die da eine Rolle spielen könnten. Ja, dann haben wir genau am 23. den Wechsel von der Sonne und von Venus hier in euer Zeichen. Also dann für die Skorpione, ja, herzlichen Glückwunsch für die, die dann Geburtstag haben. Und natürlich gibt das dann, wenn Sonne und Venus hier reingehen, ja eine Beleuchtung der eigenen Persönlichkeit. Mit der Venus gibt es auch eine schöne Ausstrahlung und auch ein Push für das Selbstbewusstsein, weil man eine schöne Ausstrahlung hat und den Selbstwert erkennt. Ja, und dann, wie gesagt, diese Thematik der eigenen Interessen sind dann hier mehr im Fokus die letzte Woche. Und dann haben wir noch einen Neumond mit der partiellen Sonnenfinsternis am 25.10. auch in eurem Zeichen, also sehr, sehr, sehr ja, wichtiger Monat, weil die Sonnenfinsternis ja in eurem Zeichen stattfindet. Hier, die findet am Anfang vom Skorpion statt. Und die bringt also schicksalhafte Ereignisse mit einem ja, transformativen Charakter natürlich, weil es ja das Skorpionzeichen ist, also Neuanfang, ein Neuanfang, der natürlich auch eine Schattenthematik beinhalten kann, weil es ja eine Sonnenfinsternis ist. Ja, und dann haben wir noch am Ende des Monats um den 27. die Verbindung von Merkur zu Mars und Pluto. Und das bringt dann hier nochmal vielleicht Streitgespräche oder Zielkonflikte oder ja, viel Energie für Planungen, die aber hier mit großen Veränderungen einhergehen können. Ja, und am Ende des Monats geht halt der Jupiter ja zurück in die Fische. Das kann hier, wie gesagt, auch,
mehr Lebensfreude wiederbringen. Und der Mars wird dann am 30. Oktober rückläufig und geht dann nochmal zurück in euer Moment. Ja, der bleibt jetzt hier in dem Bereich, wird aber rückläufig im 8. Haus. Und das kann dann sein, dass hier quasi Ziele mit der Vergangenheit nochmal eine Rolle spielen könnten in Bezug auf Finanzen, in Bezug auf unterschiedliche Werte. Ja, wieder viel los. Dann wünsche ich euch einen schönen Monat Oktober und alles Gute. Die Schützen. Ihr habt hier die Betonung des Freundschaftsbereichs die ersten Wochen. Auch mit der Venus da drin und der Sonne bringt das hier ja erstmal viele, ja, eine starke Ausrichtung auf diesen Bereich, aber halt auch viele angenehme Kontakte durch die Venus, viele sympathische Begegnungen, vielleicht auch Liebe im Freundeskreis könnte eine Thematik sein oder Liebe im Kollegium. Dann habt ihr dann Merkur auch bald da drin. Das heißt, die ersten 11 Tage ist er noch hier oder 10 Tage ist er hier noch im beruflichen Bereich. Im beruflichen Bereich ist der Merkur rückläufig. Der wird jetzt am 2., 3. Oktober direktläufig, also nimmt dann langsam wieder Fahrt auf, bleibt dann aber hier noch im Bereich des Berufs. Und es könnte sein, dass dann hier quasi so ein bisschen Stillstand die ersten Tage ist in beruflichen oder öffentlichen Themen. Und dann ab dem 11. Oktober geht der Merkur hier in den Freundeskreis. Das kann dann sein, dass man sich hier mehr mit Freunden verabredet, viel spricht mit Kollegen oder es hier neue Nachrichten gibt im Zusammenhang mit Gruppen. Ja, und dann haben wir den Merkur in Verbindung mit Pluto am 7. Oktober. Das kann sein, dass dann hier ja Loslassthemen eine Rolle spielen, Krisenthemen auf den Tisch kommen, dass man dann hier vielleicht auch beruflich irgendwie was erfährt, was eine Wandlung bringen könnte. Ja, Pluto ist am Anfang noch in Verbindung mit dem Asteroid Liebe. Das könnte sein, dass hier ja familiäre Liebesthemen vor große Herausforderungen stellen oder vielleicht auch Loslassprozesse in der Familie eine Rolle spielen. Der dunkle Mond hier im Erbschafts- und Todeshaus, beziehungsweise auch im Tabuhaus oder im Finanzhaus, im Gemeinschaftlichen, kann auch anzeigen, dass hier eine Schattenthematik da eine Rolle spielt oder auch Unzufriedenheit im Zusammenhang vielleicht mit Unterstützung von Banken oder Versicherungen. Ja, und dann ist der Asteroid Chaos da jetzt auch drin. Der bringt hier sehr viel Veränderungspotenzial in diesem Bereich. Vielleicht auch Veränderungen bei den Finanzen des Partners. In der Begegnung habt ihr hier lange den Mars. Mars bringt hier viel Energie in die Begegnung. Kann auch sein, dass hier viel, ja, mit Widdern, Begegnungen mit Widdern angezeigt sind. Oder dass man hier einen Neuanfang in der Partnerschaft hat. Also der Mars ist ja sehr lange hier drin. Kann auch sein, dass es hier verbale Konflikte gehäuft gibt. Ja, das könnte hier sein. Dann gibt es auch einen Vollmond in diesem Monat, und zwar im Widder am 9. Oktober. Und dieser Vollmond bringt hier einen Abschluss oder Höhepunkt in den Bereich des Le also in das Leben oder in die, also mitten ins Leben könnte man sagen, gibt es hier einen Abschluss. Oder es kann auch sein, dass hier ein Abschluss mit einem Neuanfang im Bereich Selbstständigkeit angezeigt ist oder im Bereich der von Sport, Spiel, Freizeit oder mit Kindern oder in Affären, in der Liebe. Ja, und dieser Vollmond könnte auch einhergehen mit Wiederaufleben von Gefühlen, beziehungsweise auch mit Vertrauensmissbrauch, wäre auch denkbar. Ja, und natürlich ein sehr feuriger Vollmond, weil es ja ein Widderzeichen ist. Ja, und dann Moment, ja, zur Monatsmitte um den 12. exakt ist dann hier die Spannung von Mars zu Neptun. Die bringt Fehlschläge und Unklarheiten oder Täuschungen im Zusammenhang mit Partnerschaften, mit Beziehungen, mit Begegnungen, vielleicht auch mit Geschäftspartnerschaften oder man begegnet hier Täuschungen. Ja, und das kann zu Ärger führen. Kann auch sein, dass man sich hier quasi verbal Ärger, also Luft verschafft in der Begegnung und das im Zusammenhang steht mit der Gassituation zu Hause oder vielleicht auch Wassersituation in der, also Wasserschaden, sowas oder Überflutung könnte auch eine Rolle spielen. Ansonsten kann es auch sein, dass einfach Unklarheiten in der Familie oder Auflösung in der familiären im familiären Umfeld zu Konflikten führen im Zusammenhang mit Söhnen, mit Onkeln, mit Brüdern oder mit Neuanfangsthemen. Ja, und dann, also das wirkt ungefähr eine Woche. Und dann haben wir auch um den 12. eine Spannung von Merkur zu Jupiter. Das kann sein, dass hier Reisen eine Thematik darstellen.
plötzlich oder mit dem Ausland oder mit juristischen Themen man konfrontiert wird. Ja, und dann, genau, der Asteroid Karma ist in eurem Zeichen. Das fällt mir gerade auf. Der ist ja hier gerade reingegangen erst. Also der bringt hier so karmische Prozesse für die Schützen, die jetzt eine große Rolle spielen. Der andere Karma-Asteroid Saturn, also beziehungsweise der Karma-Planet Saturn, also Saturn und Pluto sind ja die Karma-Planeten, aber Saturn als klassischer Karma-Planet auch, der ja immer Schuld und Schulden auch anzeigt oder Blockaden, der steht hier im Zeichen des sozialen, des direkten Umfeldes oder der Geschwister, der Nachbarschaft, der Kurzreisen. Also hier gibt es Blockaden in der Kommunikation, im Straßenverkehr und das Ganze in Spannung zu Uranus. Bringt also diese Freiheitsthematik, die Freiheitseinschränkung in das direkte Umfeld. Oder auch vielleicht Blockaden ja, in der Kommunikation, die im Zusammenhang stehen mit Veränderungen am Arbeitsplatz. Oder auch Verantwortung. Man hat vielleicht, trägt vielleicht mehr Verantwortung im Zusammenhang vielleicht mit irgendwelchen Kurzreisen oder Vorträgen oder sowas. Und das hier in Spannung steht in Spannung zu Veränderungen am Arbeitsplatz. Oder gesundheitliche Veränderungen können auch angezeigt sein, die hier herausfordernd sind, über die man spricht und die vielleicht hier so ein bisschen ja für ja so ein ja eine gewisse Hemmung sorgen könnten. Ängste sind das auch, über Ängste spricht man vielleicht. Also es geht auch um die Befreiung von Ängsten allgemein und bei euch ist das hier im Zusammenhang vielleicht mit Arbeit oder Alltag oder Gesundheit betont. Ja, und dann haben wir die Verbindung von Venus zu Saturn, Mars und Pluto am 14., 19. und 20. Die Venus befindet sich dann hier im Zeichen der Freunde und Kollegen oder der öffentlichen Veranstaltungen hier, der gemeinsamen Gruppenbewegung und die Verbindung zu Saturn bringt dann hier vielleicht ja, loyale Bewegungen oder Kontakte im Zusammenhang mit Altersunterschied oder Begegnung mit Steinböcken, das kann natürlich hier sein. Oder ansonsten, dass man hier auch vielleicht Finanzierungsthemen hat im Freundeskreis, die im Zusammenhang stehen mit den Preiseinschränkungen, also beziehungsweise den ja, finanziellen Einschränkungen, über die man spricht vielleicht, oder der unberechenbaren Stromsituation. Ja, und dann hat die Venus noch Verbindung zu Mars und Pluto am 19. und 20. Und diese Verbindungen zeigen also hier mögliche Konflikte und ja, Eifersuchtsthemen oder möglicherweise auch Unzufriedenheiten, Krisenthemen mit Finanzen vielleicht, die hier in die Begegnung auch gehen. Ja, und dann am 23. wechselt dann die Sonne und Venus in den Skorpion, das ist dann für die letzte Woche so eine Rückzugstendenz, die hier angezeigt ist, die einem aber vielleicht auch ganz gut tut, weil die Venus ja auch mit dabei ist hier. Kann auch sein, dass man heimliche Kontakte hat. Und dann haben wir einen Neumond mit einer partiellen Sonnenfinsternis am 25. Oktober, auch hier im Zeichen Skorpion. Und das zeigt also hier einen Neuanfang, der quasi hinter den Kulissen stattfindet. Mit der Sonnenfinsternis kann es sein, dass hier schicksalhafte, karmische Situationen sich ereignen und das Ganze hat natürlich einen starken Wandlungscharakter oder auch einen Krisencharakter, also dass man durch die Krise durch muss, durch eine Krise, um quasi eine neue Geburt zu erleben. Ja, und dann hat natürlich eine Sonnenfinsternis auch immer so eine Schattenthematik mit dabei, die man vielleicht hier beachten muss. Ja, und am Ende des Monats hat man der Merkur noch Verbindung zu Mars und Pluto. Das könnte nochmal sein, dass man hier vielleicht viel Energie in die Kommunikation steckt, dass hier Planungen anstehen, die im Zusammenhang stehen mit unerwarteten Krisen, mit Herausforderungen, die vielleicht auch finanzieller Art sind. Ja, und am Ende des Monats wechselt dann Jupiter in die Fische und bringt dann hier Auflösungserscheinungen oder ja, eine Fülle an oder vielleicht auch glückliche Situationen in die Familie. Also glückliche Erinnerungen vielleicht auch oder Erkenntnisse im Zusammenhang mit der Heimat. Es kann auch sein, dass das Glück zurückkommt oder dass man jetzt quasi einfach eine Fülle an Emotionen im Zusammenhang mit der Familie erlebt.
Oder auch ein Rückgang der Fülle in Bezug auf Gas. Das kann natürlich auch sein in der Heimat. Oder auch viel, viel Wasser, Tim. Also, dass man hier vielleicht auch Inflation in der Heimat erlebt oder Auflösungsprozesse oder dass hier auch, das wäre natürlich auch ein Indikator für Überschwemmung. Also, die Schützen, also das ist natürlich jetzt für das Kollektiv gesprochen, da müsste jeder individuell immer schauen, aber das kann natürlich sein, dass man hier wirklich schauen muss, dass man nicht quasi mit Überschwemmungsthematiken zu tun haben könnte. Ja, Mars wird dann rückläufig am Ende des Monats und wird dann hier quasi Rückschritte oder vergangene Themen vielleicht nochmal bringen. Rückwärtsbewegung in den Beziehungsbereich. Ja, und das ist dann auch nochmal angezeigt. Ja, und das soweit für den Oktober. Dann wünsche ich euch einen tollen Monat Oktober und alles Gute. Ja, sage ich vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Freue mich über Liken, Teilen, Abonnieren meines Kanals, wenn du Näheres wissen möchtest, wie das speziell ist, nicht nur von der Sonne beleuchtet, sondern natürlich der gesamte Kosmos steht ja in der Astrologie zur Verfügung und das ist natürlich ein viel, viel größeres Spektrum und viel genauer, wenn man das individuell anschaut. Ja, dann kannst du mich gerne auf apolloastro.de kontaktieren. Der Link ist hier unter dem Video. Ja, sage ich vielen Dank für dein Interesse. Alles Gute. Tschüss.